Ja, ich sollte mich auch entmuten, wenn ich eine Begrüßung mache. Sehr gut. So, und damit herzlich willkommen zurück bei der nächsten Folge: Die Elder Scrolls 5 Skyrim. Mit Lydia. Die immer ernst guckt, die Frau. So, jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Das Ding hier hatte ich irgendwie zufällig gefunden, das weiß ich noch. Ich weiß jetzt schon wieder gar nicht mehr, was ich in den letzten Folgen so gemacht habe. Ich hätte mich vielleicht mal wieder reinschauen sollen. Jetzt wieder ein paar Tage nicht aufgenommen, wie immer. Ich mache ja immer ein bisschen Pause dazwischen. Okay, aber an das kann ich mich noch erinnern, an das Elfenschwert. Oh, war ich hier schon? Nee. Hä, noch ein Elfenschwert? Kaiserliche und Eisenschwerter. Ach so! Nee, doch! Wir sind ja einmal eine Runde rum. Aber. Hier bin ich ja nach unten. Oder? Ja. Na gut. Geh ich hier raus. Vielleicht ist da noch irgendwas. Mal gucken. Was war das denn? Okay. Ja, gut, trink da oben mal deinen Met. Ist mir scheißegal. Wie sieht mein Inventar gerade aus? Oh, das passt. Und zwar, da hatte ich auch mal drüber überlegt wegen der Quest und hab da auch nochmal einen guten Hinweis bekommen. Ist, stimmt natürlich. Macht Sinn. Wegen hier diesem Altowein und sowas, dass ich den auch mal wieder ablegen kann. Das hat tatsächlich wohl was mit dieser Quest in Markarth zu tun. Also wo ich hier diesen Stab da irgendwie suchen muss. Deswegen würde ich sagen, wir machen das jetzt mal, damit ich. Achso, ne, Quests. Hier. Ne. Eine denkwürdige Nacht. Hier. Rorikstadt. Gehen wir mal dort in die Richtung. Reisen zum Schwindlernest und dann nach Rorikstadt. So. Und los geht's. Oh, Glühwürmchen. Ich finde Glühwürmchen so süß. Oh! Dich finde ich nicht so süß. Also doch, eigentlich schon. Bist ein Hübscher. Aber ist leider eine böse Miez. Böse Miez. Danke für den Pelz und den Zahn. Oh jo, Mondfalter. Komm her. Nein, komm her. So, erstmal Flügel rausgerissen. So, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Oh, den Göttern sei Dank. Ich bin schon so lang allein unterwegs, dass ich nicht gedacht hätte, noch mal jemand anders zu treffen. Was? Das ist doch eine Falle. Beruhigt euch, sagt mir, was passiert Vor ist. Wochen wurde ich von diesen Banditen entführt. Sie sperrten mich in einem Turm nahe Nebelwacht ein. Ich konnte das Schloss knacken und verschwinden, als die Wache schlief. Aber nun habe ich mich verlaufen. Könnt ihr mir bitte helfen? In diese Richtung liegt eine Stadt. Benötigt ihr Hilfe, um dorthin zu gelangen? Das sagt mir gerade gar nichts. Oh, danke. Aber ich komme allein klar, nachdem ihr mir den Weg gezeigt habt. Allerdings muss jemand diese Banditen aufhalten. Sie sind in Nebelwacht. Hier, ich zeige es euch auf der Karte. Wenn ihr sie aufhalten könnt, seid ihr ein wahrer Held. Danke. Ich hatte jetzt erst mit irgendwas.
Ich hatte jetzt erst mit was anderem gerechnet, so mit, oh nein, Banditen haben mich angegriffen und schnell kommt mit da hinten, ihr müsst sie töten und dann wirst du überfallen oder so. Mit so einem Scheiß habe ich gerade gerechnet. Ja gut, ich nehme mal hier die Grabbeigaben. Schrein von Zenita, okay. Ich glaube, Lydia wollte auch gerade beten. Ach, guck mal, die Milchstraße. Es spielt halt im gleichen Universum. Skyrim ist also auch in der Milchstraße. Wir müssen jetzt nur noch rausfinden, welcher Planet in der Milchstraße. Gibt ja nur, keine Ahnung wie viel, 100 Milliarden oder so. Also wahrscheinlich sogar mehr. Okay, da haben wir wieder ein Riesenlager. Komm, wieder ran da. Ran an den Speck. Die haben halt so geilen Loot, ey. Ach, guck mal hier. Jetzt mehr Krabbenfleisch, Chitin, Beine und Silberring. Ja, die war schon größer. Hat man gesehen. Da hinten ist es. Deck mal das auf und dann gehen wir dahin weiter. Und gucken mal, was dieses Symbol hier ist. Ich weiß gerade gar nicht, was das für eins ist. Und dann sind wir, glaube ich, schon bei Rorikstadt, so wie ich das hier gerade sehe. So, was haben wir denn hier für ein Lager? Als Riesenlager hat man hier so in der Umgebung eine Menge, ey. Lager sprechende Steine. Okay, da haben wir einen. Oh, du bist doch bestimmt nicht alleine. Da sind Mammuts. Oder zumindest eins. Säbelzahntiger da hinten. Okay, warte mal. Komm, das machen wir trotzdem wieder. Oh, war kein Kritischer. Na gut. Geblockt. Daneben. Nice. Okay, er war scheinbar alleine. Okay. Alter, was die immer noch abziehen, ne? Das ist schon hart. So, große Truhe. Das brauchen wir nicht. Das nehmen wir. Und das nehmen wir auch. Vielen Dank. Ich sag doch, der Loot ist echt geil. Vor allen Dingen, weil du halt wirklich nur mal gegen einen Riesen kämpfen musst, dann war's das schon. Noch ein Zwergenschild. Ich bleibe aber immer noch bei meiner Magieresistenz. Ja klar, die Riesen hängen sich hier so kleine Gewürze noch mit auf. Was denn, seid ihr Gourmets geworden? Nein! Ich hab ihn verfehlt. Komm her. Nein, ich verfehle ihn immer wieder. Komm her. Ich will dich haben. Ah, oh, jetzt komme ich nicht mal ran. Der ist zu hoch. Ne, vergiss es. Glühwürmchen, Glühwürmchen. Ach, das sind hier wieder welche, die wandern, oder wie? Ach, na komm, probieren wir's. Schnellspeicher ran. Und dann... Das... könnte jetzt ein übler Fight... Was greifen die denn jetzt an? Irgendwas greifen die jetzt an. Von was werden die denn angegriffen? Sag mal kurz. Stimmt, von einer Schlammkrabbe oder so. Seht ihr das? Hui! Ja, geil!
Gardinen rauffallen. Ach, schön. War nicht so clever von euch. Ja, diesmal greifen sie alle zusammen an. Okay, das wird jetzt übel. Boah, Alter, unser Pfeilschaden ist auch schon echt hart. Ist mir gerade sicherer auf Fernkampf gegen die drei. Okay. Okay, sie ist schon down. Mach das jetzt mal fix weg. Verdammt. Okay, warte mal. Geh mal fix ran. Ein bisschen mehr Defense kann ich jetzt, glaube ich, echt gebrauchen. Okay, mal gegen ihn. Daneben. Daneben. Ich will gerade meinen Schrei nicht machen. Ich habe Angst, dass ich Lydia irgendwie erwische. Okay, er ist weg. Jetzt du noch. Frostatem, warte mal. Lydia ist da. Okay. Okay. Erstmal Frost. Dann ist er erstmal verlangsamt. Naja, gut, nicht wirklich. Daneben. Ihi, kommst hier wohl nicht hoch? Ist wohl zu dick? Kenn ich das Problem. Keine Sorge, geht mir auch immer so. Alter, was da wieder für einen Schaden macht? Daneben. Schaut doch mal eine zweite Ritze. Nee. Okay. Lydiaden. Nur ich darf abhauen. Wenn ich wenig HP habe. Ihr nicht. Alter. Puh. So, was hast denn du Feines? Schön. Können wir gleich anlegen. Zeig mal her, was hatte ich jetzt gerade? Silber, oder? Nee. Zwergenrüstung, stimmt. Stahlplattenrüstung ist besser als Zwergen. Okay. So, die klein mal weg. Die ist mir einfach zu schwer. Hier, kannst du haben. Warte, schenke ich dir hier. Wir haben einfach jetzt einen Handel gemacht, während er ein bisschen schläft. So, bitteschön. Okay. Dann gucke ich mir noch fix dieses eine Teil da oben an. Das ist doch weiter weg als gedacht, ey. Krass. Ach, siehst du, ich bin schon wieder voll in dem... Mann, das ist, wenn man zwei Spiele spielt mit verschiedenen Steuerungen. Ich war jetzt wieder voll in dieser Long-Dark-Steuerung drin, dass ich mit Shift renne. Aber hier habe ich das Rennen auf Alt und nicht auf Shift. Ich wollte jetzt die ganze Zeit rennen, da habe ich so gedacht, hä, wieso renne ich denn nicht? Ja, das erklärt's, weil die Steuerung anders ist. Achso. Jetzt will ich erstmal kurz gucken, was das da ist. Das sagt mir gerade überhaupt nichts. Irgendein kleiner Bauernhof. Oh, echt jetzt? Hundi! Muss ich dich erst wieder latschen? Hä? Streunender Hund? Okay. Hallo! Hundi, du musst nach Hause. Ich möchte nicht verantworten, dass dir irgendwas passiert. Tut mir leid, Kleiner. Dein Haustier macht sich auf den Weg nach... Mein Haustier?
Wie, mein Haustier? So, hier liegt Wolfi. Warte mal, hier, Wolfi hatte ich da auch noch nicht ausgenommen, oder? Doch, hatte ich. Okay. Ist das da ein Geist? Oh. Aber weißt du, wenn du jetzt hier schon in der Nähe bist... Hihi. Heute schieße ich euch allen den Arsch. Vielen Dank für das Fell. Yes! Verdammt! Der Treffer war eigentlich gut. Tatsache, da ist ein Geist. Und er ist böse. Ach komm, echt jetzt. Mann! Können die ruhelosen Toten durch so die Plantage nach Hinweisen? Okay. Ich wollte doch nur mal einen Bauernhof hier aufdecken. Um Gottes Willen, ich kann hier übelst viel anbauen. Mach ich aber erstmal nicht. Okay. Goldhügelplantage. Okay. Kein Diebstahl. Falkenfedern. Die sind selten. Nordkriegshorn. Ja, warte mal. Stimmt doch noch sonstiges. Hä? Hab ich das jemals mal gefunden gehabt? Hä, wie geil. Da geht's in den Keller. Tagebuch von Urfall. Findet das verborgene Labor. Okay, ne. So viel will ich gerade einfach nicht lesen. Niemenhahn. Achso. Hä, und ich kann hier nicht drinnen lesen, oder was? Das sieht doch mega interessant aus. Irgendwelche Auflistungen wieder. Ihre Weinflasche. Das, da ist auch nichts drin. Aber hier. Lederstreifen. Zerbrochener Eisenkriegs-Axtkopf. Okay. Aber noch ein bisschen Wein und Alto-Wein natürlich. Okay, einmal hier runter. Alles leer hier. Wie hat denn der gelebt? Er hat ja gar nichts. Und das für ein Keller, wenn da nichts drin ist? Wow, völlig unauffällig. Wahnsinn. Den hätte ich ja fast nicht gesehen. Ihr seid hier nicht willkommen. Ah. Geister erstmal von hinten abstechen, das kennt man so. Und festhalten mit der Hand. Okay. Jonquil. Tödliches Gift des langen Leidens. Jede Menge Tränke. Destillierkolben? Hä? Das ist neu. Kann mir keiner erzählen, dass das vorher schon drin war und ich es nie gefunden habe.
Tagebuch von Jonquil. Finde heraus, was Rin zugestoßen ist. Noch mehr Tagebücher zum... Nee, ey, jetzt nicht. Okay, hier haben sie sich auf jeden Fall auch irgendwas angebaut. Anuswurzel, Hängemoos, Todesglockenblumen. Vielleicht ist das auch ein Hinweis auf irgendeinen Trank oder sowas. Todesglockenblumen, Kaniswurzel, Hängemoos und Schimmerpilz. Könnte ja sein. Aber wozu ist der Destillierkolben dann? Kann ich den jetzt irgendwie verwenden, dass meine Tränke dann besser sind, wenn ich den im Inventar habe? Schmier beenden, ja. Erstmal schön. Okay. Lydia, einmal bitte zur Seite. Danke. Warte mal. Ich aktiviere jetzt trotzdem mal kurz die Quest. Was ist denn das? Die ruhelosen Toten. Finde heraus, was Rin passiert ist. Muss ich da hier noch irgendwas im Haus machen? Rin. Hieß nicht eine bei den Gefährten Rin? Fragezeichen? Nee, ne? Die steht dauernd in der Tür. Lydia, das ist ja nett, dass du aufpasst, aber so sehr musst du dann auch nicht aufpassen. Hier geht's noch nach draußen. Finde heraus, was Rin passiert ist. Eine Seite. Ach, hallo Lydia. Dann muss ich vielleicht doch das Tagebuch hier lesen, damit ich von Jonquil. Warte mal. Ich will jetzt mal kurz hier durchgehen. Ach, Rin ist ein Junge oder was? Das mache ich auch immer. Ich schreibe auch immer mein Tagebuch. Moment, ich höre etwas. Hä, warte mal. Ich glaube, ich gehe noch mal rein. Okay, warte. Ich will jetzt die Quest wirklich nicht hier einfach... Oder hier jetzt einfach wieder weggehen. Moment, ich höre etwas. Die war höchstwahrscheinlich hier unten. Damit mache ich das nur wieder zu, ne? Lydia? Alles gut? Ich bin direkt hinter euch. Wie sie die gerade angeschaut hat. Ach. Finde den alten Brunnen. Ah, siehst du? Okay. Finde den alten Brunnen. Was denn? Ist Rin da reingesprungen oder was? Finde den alten Brunnen.
Ist hier irgendwo ein Brunnen? Kann man einen Stein abbauen? Okay, muss ich doch mal in sein Tagebuch wieder schauen. Nein, nicht das. Nein! Verdammte Axt! Das ist so blöd gemacht hier mit diesem Anklicken. Das ist so buggy teilweise. Mann! Was? Papa sagt immer, dass ich mich von dem alten Brunnen beim großen Monument und dem Baum auf dem Felsen fernhalten soll. Da werde ich hingehen. Ich töte einen Wolf und bringe den Kopf nach Hause. Das beweist, dass ich ein Mann und kein Kind mehr bin. Ich kann Mamas und Papas Streitereien sowieso nicht mehr hören. Das wird Rorik's Stadt sein. Aber welcher Baum fällt jetzt hier auf? Da hinten ist irgendjemand. Fällt hier irgendwas auf? Da hinten vielleicht. Da hinten ist erstmal ein Drache. Alter, man hat hier schon eine geile Aussicht, ne? Okay, ich will erst mal wissen, wer bist du denn da hinten? Hallo, wer sind Sie denn? Hallo? Mike wünscht euch alles Gute. Ach, ist doch nicht wahr! Mike weiß nicht, was am Schreien so beeindruckend sein soll. Mike kann schreien, wann immer er will. Hallo, Mike! Mike hat einmal eine Schlammkrabbe gesehen. Ekelhafte Kreatur. Schön, da ist er wieder. Mike liebt die Leute von Himmelsrand. Sie erzählen sich viele interessante Dinge. Mike ist jetzt müde. Geht jemand anderem auf die Nerven. Okay, Entschuldigung. Na dann, flitz mal los. Hier ist er scheinbar nicht so schnell. Ach schön, da ist er wieder. Mike, da liegt er. Also, was es mit dem auf sich hat, ich würde es so gerne wissen. In Oblivion ja dauernd irgendwie aufgetaucht, so völlig rätselhaft. Keine Infos über den Typen. Aber er existiert halt einfach in dem Spiel. Und hier in Skyrim genauso. Das ist so ein kleines Elder Scrolls Maskottchen, würde ich jetzt schon bald sagen. So, hier, das Monument, hat er bestimmt gemeint. Juraks Denkmal. Nein, das wollte ich nicht mitnehmen. Verdammte Axt. Lass das liegen. Ausnahmsweise wollte ich es mal nicht mitnehmen. Ich nehme schon gerne alles von Gräbern mit, aber das diesmal nicht. Und hier ist noch so ein Baum. Der irgendwie ein bisschen auffällt. Der tote Baum hier. Ach komm. Drache, du fliegst hier so schön auffällig rum. Dann müssen wir dir doch mal einen Besuch abstatten. Sieht so aus, als ob der irgendwas angreift. Hä, warte mal, ist das Alduin? Das ist doch Alduin! Mann! Jetzt rennst du mir hier im Weg rum? Das ist Alduin, der beschwört gerade wieder. Wie geil! Das habe ich noch nie gesehen, dass man den auch so ist und auch mal sehen kann, dass der wieder einen beschwört. Ja, Alduin brauchst du gar nicht angreifen, das bringt ja nichts. Erstens sowieso gerade noch zu stark.
Aua! Na gut. Der hat doch wieder einen Namen. Vulchutnak. Oh, du Drecksau. Der hält gut aus. Verdammt. Tja. Wenn du fliegst. Ich glaube, das Blocken bringt zumindest ein bisschen was. Auch gegen sowas. Solange du fliegst, kann ich mich immer wieder heilen. Schuttnack. Greift da bestimmt hier die Soldaten an. So. Genau, brutzelt die mal schön. Da hat er irgendeinen schon gekillt. Kaiserlicher Soldat. Jo, ich nehme mal deine Sachen gleich mit. Dankeschön. Wer's findet, darf's behalten. Ja, dann halt mit dem Bogen. Ah, tat weh, hä? Aber wie cool, dass man das noch sehen kann, dass Alduin noch welche beschwört. Alter! Was hat der gemacht? Erstmal Sturzlandung! Ja, geil! Los, komm her jetzt! Nee, dein Feuerhoch machst du jetzt nicht die ganze Zeit. Einfach drauf hier jetzt! Jetzt! Krieg ich sogar noch Schaden. Das sah gerade etwas seltsam aus, aber okay. Nice. So, Inventar gleich wieder voll. Sehr schön. Ja. Und wieder eine Drachenseele. Ihr bösen, bösen Tierchen. Wir haben wieder einmal gesiegt. Tja, wo Lydia war, keine Ahnung. Tja, und wo der Brunnen jetzt ist, ich habe auch keine Ahnung mehr. Aber da haben wir einen Nirnwurz. Das sehe ich auf jeden Fall. Im Dunkeln siehst du die sogar echt gut. Hier liegt einfach mal eine Fackel rum. Ach nee, ein kaiserlicher Soldat ist das hier. So sieht die aus. Da habt ihr jetzt auch mal ein Bild von denen. So, das mache ich jetzt erstmal aus. Keine Ahnung, finde den alten Brunnen. Finde ich vielleicht mal durch Zufall. Ich will jetzt wirklich erstmal... hier. Nach Rorikstadt. Ach. Kaiserliche Angelegenheiten. Geht weiter. Ich warne euch, Bürger. Ihr mischt euch in Angelegenheiten des Kaiserreichs ein. Schert euch davon! Gefangenen befreien. Ich bin auf der Seite der Nord jetzt. Nein. Alle! So. Ey, warte mal. Haltet die Augen offen. Kämpft wacker oder sterbt. Kein Ding. Sehr, sehr gern. Sorry, aber ich habe ja schon gesagt, ich habe mich jetzt für eine Seite entschieden. Also mische ich mich da jetzt sogar schon ein.
Einfach nur, weil die Talmor mir wirklich am meisten auf den Sack gehen. Ihr da, Reisender! Hier drüben, das ist nah genug. Ich wusste es nicht. Die Säcke! Das gibt's ja gar nicht! Die haben Dings von Stendar an. Deswegen stand er auch gerade hier Wächter von Stendar irgendwie. Dabei sind's Vampire. Alter, das gibt's doch gar nicht, ey. Wie viele kleine Mini-Events gibt's denn hier? Hier, normalerweise haben die ja so Vampirrüstung oder so einen Scheiß an. Und das ist hier halt wirklich für die Leute hier von Stendar. Die haben halt dieses Amulett von Stendar nicht. Das ist natürlich jetzt... Alter, das bringt Geld. Und hier haben sie den echten Wächter von Stendar getötet. Die Säcke, ey, das gibt's gar nicht. Oh, warte mal. Die haben die echten gekillt. Und haben die Sachen sozusagen von denen angezogen. Einfach Säcke, ey. Hä, wie gut, ey. Kann ich mich auch überhaupt nicht dran erinnern, an diese ganzen Mini-Events. Na, an dich kann ich mich erinnern. Böser Hündi. Mach Sitz. Okay. So, dann jetzt aber wirklich nach Rorikstadt. Alter, macht die Schaden. Die hat auf mein Schild gehauen. Assassine, okay. Okay, Respekt. Ihr Schaden war echt nicht ohne. Assassine, okay. Notiz des Assassinen der dunklen Bruderschaft? Wie befohlen sollt ihr Lord Ashton um jeden Preis umbringen? Das schwarze Sakrament wurde verzogen. Jemand möchte diese arme Person tot sehen. Wir haben bereits eine Bezahlung für den Auftrag erhalten. Ein Misserfolg kommt nicht in Frage, Astrid. Ihr kleinen Säcke. Hallo Mike. Mike hat genug geredet. Na gut. Ich mag Mike. Oh, guck mal, wir machen uns wieder Kaninchenkeulen. Ganz frisch. Da haben wir Weizen. Und Kartoffeln. Ihr habt ja Nerven, euch in dieser Stadt nochmal blicken zu lassen. Was habt ihr zu sagen? Alter, was ist denn passiert? Das reicht nicht. Nicht solange meine Gläder noch irgendwo da draußen ist, einsam und verängstigt. Ihr habt sie entführt und an diesen Riesen verkauft. Was? Verdammt nochmal, ja. Ich werde nie wieder eine preisgekrönte Ziege wie Gläder züchten. Und kommt erst wieder, wenn ihr sie von dem Riesen zurückgeholt habt. Was hat denn der mir hier für einen Schlummertrunk gemacht? Ihr hättet Gläder gar nicht erst an den Riesen verkaufen sollen. Findet es doch selbst heraus. Ja, und? Ihr habt so etwas erwähnt, als ihr mit meiner Ziege davongelaufen seid. Wisst ihr was? Wenn ihr mir meine Ziege zurückbringt, kümmere ich mich vielleicht um euren dummen Stab. Okay. Mhm. Habt ihr gesehen? Wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet, müsst ihr euch mit ihnen auseinandersetzen. Wir sind ehrliche, hart arbeitende Leute. Und Bettler oder Diebe dulden wir hier nicht. Ich heiße Ernest.
Wenn Freunde von euch Geschäfte in Weißlauf machen, dürften sie mich kennen. Okay, also irgendwas haben wir hier im Vollsuff gemacht, ey. Das ist ja unglaublich. Was hatten wir. Was hat denn der in das Getränk gemischt, ey? Das ist doch nicht normal. Was wir hier alles angestellt haben. Hilda. Halber. Okay. An die Riesen verkauft. Verdammt. Bleib mal hier. Ich muss dich doch putzeln. Bis du komplett durch bist. Yes. Noch mal kurz ein bisschen geschnitten und jetzt noch mal putzeln und schon ist es fertig. Ah. So ein leckeres Essen. Jo, auch noch mal putzeln. Alter, was ist denn hier los, ey? Bald gibt's keine Tiere mehr am Himmelsrand, jetzt bin ich da. Okay, die Riesen sind scheinbar hier gleich irgendwo. Da ist er. Hallo? Darf ich die... Ah, ja, gut. Oh, hau mir voll eine rein. Daneben. Rock. Ach du Scheiße. Oh Gott. Das scheint ein bisschen stärker als die anderen Riesen zu sein. Wie wenig Schaden ich denen nur mache. Müsst ihr mal alle so stark sein. Oh, hau mir wieder eine drauf. Immer nur, ich stehe drauf. Daneben. Daneben. Wo zum Teufel ist denn Lydia? Boah. Warte, ich komm gleich zu dir. Oh, gut. Oh. Alter. Ah, Fell, Gold, Pferdefell, Riesenzeh, Wolfspelz. Okay. So, Ziege, komm mal mit. Also wer auch immer dieser Sam ist, der hat uns irgendwas ins Wasser gemischt, ey. Ich werde doch niemals von Zwiebio besoffen. Bring dir deine Ziege wieder. Ich weiß zwar gerade nicht, wo sie ist, aber egal. So arbeite ich auch immer. Ziege? Keine Ahnung. Ich hab dir schon mit Reldit gesprochen. Sie ist wie eine Mutter für mich. Doch, Ziege muss erst hier sein. Und dann zählt das erst. Na dann, komm mal her, Ziege. Wie es angelaufen kommt. Habt ihr diese Wachen gesehen? Ja, ist ja gut. So, hier, bitteschön.
Veldet ist die am schwersten arbeitende Bäuerin in Gal. Gleda! Nicht ein Kratzer! Welch glücklicher Tag! Ich weiß immer noch nicht, warum ihr sie gestohlen habt. Ihr habt es in einer Notiz erklärt, aber die eine Hälfte ergab keinen Sinn und über die andere hattet ihr Met verschüttet. Ich konnte nur nach Rückzahlung an Isolda in Weißlauf erkennen. Und selbst das war hauptsächlich Gekritzel. Ihr könntet es dort versuchen. Okay, wieder noch weiter. Alter, was hab ich denn angestellt? Verdammte Axt, was ist denn hier los? Das kann doch nicht wahr sein. Was hat denn der mit uns gemacht? Oh, hat schon Level up. Hab ich das jetzt gar nicht mitbekommen? Nee, ganz knapp davor, okay. Ja. Hallo, ich Benuin. Habe nichts getan. Ja, das weiß ich noch nicht. Hallo, Alan. Sucht meinen Gatten Nazem? Nein. Seht ihr am besten im Hinterteil des Jahres. Den suche ich nicht. Da ist Isolda. Aber erstmal besuchen wir kurz Beletor und verkaufen mal wissen, wenn euch etwas gefällt. Die Roben hier. Alles steht zum Verkauf. Alles. Wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie euch im Handumdrehen verkaufen. Ach, was. Druckstücke, ich mag den Spruch. So, Bekleidung. Nee, Rüstungen. Verkaufen wir, wenn dann. Ich verkaufe nur zwei, falls ich davon eine entzaubern kann. Ja, die Magierroben weg. Totenbeschwörerrobe. Okay. Vielen Dank, Beletor. Bitte kommt wieder. Mach ich. Dann Isolda. Hm? Was du hier hinten? Und steht einfach vor. Achso. Isoldas Haus. Abgeschlossen. Na toll. Ach Mann. Ah ne, jetzt. Ich dachte schon. Kann ich euch helfen? Ja, ich will nicht wissen, was ich wieder angestellt habe. Hallo, Isolda. Ihr seid also endlich wieder da. Seht ihr, ich habe Geduld gezeigt, aber ihr habt immer noch Schulden bei mir. Was? Es geht mir eigentlich gar nicht ums Geld. Ich hätte euch den Ring nicht auf Kredit gegeben, wenn ihr nicht so offensichtlich verliebt gewesen wäret. Aber wenn es keine Hochzeit gibt, könnt ihr mir wenigstens den Ring zurückgeben. Das war eines meiner besten Stücke. Hochzeit? Was? Was ist denn hier los? Ihr wolltet sofort zu eurer Verlobten gehen, um ihn ihr zu überreichen. Wisst ihr denn nicht einmal mehr, wo ihr sie zurückgelassen habt? Und das, nachdem ihr mir diese entzückende Geschichte erzählt habt, wie ihr euch in Hexennebelhain kennengelernt habt. Kein Wunder, dass ihr euch verlassen habt. Was? Sicher wird eure Zukünftige euch sagen, wo die Feier stattfindet. Falls sie euch immer noch heiraten will, wenn sie hört, dass ihr euch den Ring nicht leisten könnt. Wie könnt ihr das vergessen haben? Das war die entzückendste Geschichte, die ich je gehört habe. Ihr habt euch bei Vollmond kennengelernt. Unter dem größten Baum in Hexennebelhain. Während um euch herum die Glühwürmchen tanzten. Es klang wie ein Märchen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, danke. Was ist denn hier nur los? Was ist denn das für eine Quest? Ich kenne die überhaupt nicht. Was ist denn hier nur eine Schnordnung? Findet den Ehering im Hexennebelhain. Sagt ihm, ich hätte nach ihm gefragt. Ja. Ich muss erstmal das ganze Chaos hier beenden. Alter. Wo muss ich denn jetzt wieder hin? Hexennebelhain, da war ich doch sogar schon mal. Oh nein! Nein! Schatz, ich habe darauf gewartet, dass ihr zurückkehrt, um unsere Liebe zu vollziehen. Oh Gott! Das ist doch jetzt nicht wahr. Oh nein! Was ist denn hier los? Was? Ihr wollt ihn für dieses kleine Luder Esmeralda mit den dunklen Federn? Ist es nicht so? Sie soll euch nicht bekommen. Ich weiß nicht, wer Esmeralda ist. Ugh. Ja gut, das ist mir schon viel angenehmer.
Gott sei Dank setzt sich keine Zauber ein, ey. So. Ich weiß doch nicht, was ich im Vollsuff mach. Ehering. Okay. Dann bringe ich ihn einmal Isolda zurück. Halleluja. Nee, ich brauch nichts. Ich will einfach nur noch wissen, was hier los ist. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn für eine coole Questreihe? Sobald ich durch. Hier ist der Ring. Wunderbar. Schade, dass es zwischen euch und eurer Dame nicht geklappt hat. Nicht schade. Ich weiß, wie sehr ihr euch auf die Hochzeit gefreut habt. Ihr habt immer wieder gesagt, es würde eine große Feier in Morvunskar geben. Ihr hättet sogar magisches Personal, das die Gäste betreuen würde. Begib dich nach Morvunskar. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Ach, halt dein Maul, Nassim. Meine Güte. Morvunskar in der Nähe von Kühnesheim. Boah, was erwartet mich da denn jetzt wieder? Wie lange geht denn die Quest? Was habe ich denn hier für ein Chaos angestellt? Oh nein, nicht. Schon wieder einer. Noch ein Drache. Heilige Scheiße, was ist denn jetzt in der Folge hier los? Irgendwie seine Schreie aus einer ganz anderen Richtung. Okay, er greift auch nicht an. Okay, na gut. So, hier. Wieso buddelt er denn da drinnen herum? Naja, aber ich kann. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Nein, wirklich. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist krass. Sogar etwas für mich. Nee, für mich. Das guck ich dann irgendwann mal in 30 Folgen mir an. Weil ich weiß, dass das eine DLC-Quest ist und die will ich noch nicht machen. Oh, das, nee, das ist Diebstahl. Komischweise, das ist Diebstahl, aber hier dieses, das ganze Zeug hier mitnehmen und einsacken, das ist das nicht, ne? Ein Fremdling? Kein Grund in Kühnesheim anzuhalten. Zieht weiter. Travenia, die Steinweberin. Die Mine steht immer kurz davor einzubrechen. Gut, dass ich da bin, um das zu verhindern. Okay. Neugierig, was? Ich war Magierin in Morrowind. Hier setze ich meine Kräfte in den Minen ein, um die Tunnel zu sichern. Bei Azura, es wird heiß hier drinnen. Ich benutze Frostsalze für einen Zaubertrank, der die Hitze erträglich macht. Aber ich habe keine mehr. Ich kann Frostsalze für dich suchen, aber das könnte ein Stück dauern, bis ich welche hab. Nur zu, falls euch das nicht zu viel Aufwand ist. Wenn ihr wiederkommt, könnte ich euch ein kostenloses Veränderungstraining anbieten. Ui! Ja, dann, dankeschön. Passt auf euch auf. Mach ich. Also für Frostsalze mal ein bisschen Veränderungstraining, warum nicht? So, dann. Morrowind war einst wunderschön. Aber heute würde ich dort nicht mal mehr für Geld leben wollen. Hm. Ah! Ah! Tat weh! Aua! So, also da drüben der Turm. Na, mal schauen, was da wieder auf uns wartet.
Aber wie komme ich da rüber? Da wahrscheinlich lang. Schranken, Drachenbaum. Oh, Eisenerz. Fast übersehen, aber nur fast. Hehe. Da ist eine Hütte. Die will ich jetzt nochmal fix aufdecken. Oh! Alter, hast du mich gerade erschreckt? Kommt er da rausgestürmt? Ich glaube, es hackt. Alter! Was ist denn mit dir? Die Drecksau! Hat das nicht einfach hier drinnen am Feuer gemütlich gemacht? Angelkarte Ostmarsch. Angelkarten. Interessant. Schatzkarte 3. Ach, noch eine Novizenrube der Veränderung. Ja, hey. Geil. Okay, ich glaube, der hat nicht mehr viel von ihm übrig gelassen. Der Bär hatte scheinbar sehr viel Hunger. Okay, auf zum Turm. Echt jetzt? Was willst du denn? Natürlich sind hier Gegner. Morwunska. Hier. Doch, ich. Bonewolf, Alter, was? Schon wieder. Schwörer Novize. Feuer, Alter. 50 Millionen Magier hier. Hier los? Irgendwie noch einen Wolf, den die beschworen haben? Alter! Freunde! Beruhigt euch! Warte mal. Okay, er ist weg. Hallo! Alter, ich bin verlangsamt! Boah! Leute, beruhigt euch mal. Okay, wisst ihr was? Ran jetzt hier. Ich hätte ja Trick 17 einsetzen können. Ich war ja wieder ein Level up. Oh. Holzstab des Urteils. Okay. Da ist noch irgendwie ein Beschwörer. Magier oben. Die nehme ich auf jeden Fall mit. So. Alter, erstmal 20.000 Magier hier, ey. Stab des Zombies.
Eieiei. So, okay, na dann würde ich sagen, ich beende mal die Folge hier. Boah, was für eine Folge, ey. Wieder mega gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir gucken mal, was uns hier erwartet. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.